So, hi ho meine Freunde, da wären wir wieder. Ich versuche jetzt ihn rauszuholen, einfach mal, weil ich es kann. Und natürlich ist es aufgeflogen. Ich dachte nämlich, dass es nicht auffällt. Oh oh, da kommen sie. Shit, sie haben den Betäubten gefunden. Ich muss damit rechnen, dass sie jetzt auf mich zulaufen, deswegen... Fuck, er kommt tatsächlich. Das würde ich nicht machen, wenn ich du wäre. Okay, das waren die zwei von da unten. Wir müssen jetzt irgendwie entkommen, ohne dass das Fahrzeug uns bemerkt. Und ohne dass die Wachen uns bemerken. Das klingt schon fast unmöglich. Und für diese Musik wird diese Folge eben auch gesperrt werden. Mal kurz prüfen, ob diese Tür hier aufgeht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Fuck. So, wir sind nur ein Karton. Wir sind einfach nur ein Karton. Kommen die durch die Tür nicht durch oder was? Der Karton ist aber gar nicht mal so schlecht getarnt hier drin, wenn man sich das so anguckt. Dreckig sieht es hier sowieso aus. Von daher ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Nett. Sammeln sich alle da draußen. Jetzt kommen sie rein. Die haben, glaube ich, nicht geblickt, dass wir ein Karton sind. Oder sie haben es geblickt. Sie haben es geblickt.
Oh, scheiße. Shit, da sind wir genau in die Arme dieses Penners gerannt. Okay, jetzt ist das am Ende eskaliert, weil wir eben in die Arme von diesem Typ gelaufen sind, der da in seinem Häuschen lag. Oder stand. Genau. Alles nochmal von vorne. Warum nicht? Ich probiere jetzt mal was aus. Wir probieren es einfach mal aus, wenn wir die Zeit vorstellen. Jetzt nehmen wir mal... Wo ist es denn? Da, die Phantomzigarre. Wenn wir die jetzt mal nehmen... Und dann sehen wir ja, ob sich das... Viech oder ob sich der Typ immer noch dort befindet. Und so wie es aussieht, tut er das wirklich. Oder? Plant expansion complete. Ja, es sieht so aus, als würde das immer noch der Fall sein. Enemy presence detected. The map has been updated. Jetzt wieder die genau gleiche Taktik nach. Analysis complete. Nur dass wir eben ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und wieso schlafen da Leute? Achso, sie schlafen natürlich, weil sich die Schichten abgewechselt haben. Der Wagen steht immer noch da. Das ist ein bisschen kacke. Oh Gott. Müssen wir warten, bis dieser Typ von da oben hier runter spaziert ist. Aber ganz gemütlich. Und aufpassen, dass der da hinten uns nicht gleichzeitig noch in die Arme rennt. Jetzt wollte ich ihn gerade abschießen. Komm halt her. Ein bisschen langsamer, wenn es geht. Wieso auch immer ich ihn nicht umboxen konnte. So geht's auch. Was sollen wir nehmen? Und lassen wir ihn da. Wir nehmen ihn mal mit. Das war knapp. Hey, wir müssen, glaube ich, dieses Ding in die Luft sprengen. Anders kann ich mir diese Rettung
einfach nicht vorstellen. Wir müssen einfach so gut wie möglich alle Wachen erledigen. Und dann irgendwie Wir müssen ihm direkt eine Kugel reinballern, sobald er kommt. Perfekt. Bis jetzt läuft's. Den können wir nicht mitnehmen, sonst fallen wir auf. Aber wie wir sehen, jetzt ist nur noch eine Wache. Moment mal. Wo ist unser Ziel? Oh, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Da unten. Oh, da kommt einer hoch. Schnell, 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 schnell. Fuck, fuck. Boom. Da ist er nämlich drin. Nehmen ihn jetzt mit. Na, ganz toll. Jetzt heißt's ballern. Boom. Wir müssen ihn hier irgendwie raustragen. Lol. Okay. Er ist gestorben. Und somit auch die Mission fehlgeschlagen. Oh Gott. So wie es aussieht, müssen wir das nochmal machen. Ich hoffe nicht. Aber wenn, dann machen wir es wieder nachts, denn da können wir dann. Aber dann Oh Mann. Ich mache das jetzt ohne euch am besten. Ich gehe jetzt nämlich hier hin.
pack die Zigarre aus. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Und dann haben wir es nämlich schon geschafft. Bis dann und tschüss. Oder auch nicht. Lol. Ich lasse mich wieder sterben. Komm, tötet mich halt. Meine Fresse. Bis dann und tschüss.